Namaste und herzlich willkommen. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal hierher gefunden hast. Wenn du Lust hast, dich mal ganz ohne Anstrengung zu bewegen und wenn du deinen Kopf frei bekommen möchtest, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Du wirst dich danach erholter fühlen und du wirst dich auch wieder mehr wahrnehmen und spüren. Und falls du diese ruhigen, restaurativen Übungen am Abend ausführst, werden sie dich in einen glücklichen, erholsamen Schlaf wiegen. Falls dir dieses Video gefällt, dann freue ich mich über ein Like und Kommentar von dir. Und wenn du über neue Videos informiert werden möchtest, dann hinterlass ein Abo und drück dafür auf die Glocke, weil du tatsächlich nur so über neue Videos informiert wirst. Und falls du Ideen und Wünsche für zukünftige Videos hast, dann lass es mich wissen. Dieses Video ist auch auf Wunsch von Abonnenten entstanden. Also ich freue mich, wenn ich von euch erfahre, was ihr euch wünscht, was ihr für Ideen habt und hoffe, dass ich dann auf meine Art und Weise eure Wünsche und Ideen erfüllen kann und darf. So, alles, was du brauchst, ist eine Matte, bequeme Kleidung, Kissen oder Handtuch und wenn du hast, zwei Yoga-Blöcke. Du kannst auch zwei dicke Bücher nehmen oder vielleicht auch ein dickeres, festes Kissen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Wir beginnen in Rückenlage. Platziere dich so auf deiner Matte, dass wenn du gleich zurückrollst, du genügend Platz für deinen Kopf hast. Stell die Füße hüftbreit auf, greif in die Kniekehlen, einatmen, richte dich auf, roll vor deine Sitzbeinhöcker und ausatmen, roll hinter deine Sitzbeinhöcker langsam, Wirbel für Wirbel zurück in die Rückenlage. Hier angekommen, zieh die Knie nacheinander zur Brust hinan und umarme deine Unterschenkel. Schließ die Augen und gib dir einen kleinen Moment Zeit. Zeit, um anzukommen in deinem Körper, bei dir. Zieh dein Kinn leicht zum Kehlkopf, die Schultern weg von den Ohren und erlaub dem Rücken ganz breit und weich zu werden. Entspann deine Schulter-, Hals- und Nackenmuskulatur und bring die Aufmerksamkeit auf den Atem. Lass ihn so kommen und gehen, wie er kommt und geht. Spür, wie mit jeder Einatmung dein Bauch sich gegen deine Oberschenkel wölbt. Und mit jeder Ausatmung lass noch mehr los. Gib dich noch mehr an den Boden ab. So, mehr und mehr einen gesunden Abstand zum Auf und Ab des Alltags gewinnen. Stell nun einen Fuß nach dem anderen am Boden auf und streck deine Arme hinter dem Kopf aus. Streck dann auch die Beine nacheinander lang am Boden aus. Flex die Füße. Mit der Einatmung schieb die rechte Ferse nach vorne und zieh durch die rechten Finger nach hinten, dass die rechte Seite ganz lang wird. Ausatmen, Arm und Bein gehen wieder zurück. Einatmen, durch den linken Fuß nach vorne wegschieben und durch die linken Finger nach hinten ziehen. So Länge auf der linken Seite erzeugen. Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, rechts zieht auseinander und ausatmen zurück. Weiter so, in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus, von Seite zu Seite. Ein auseinander und aus zurück. Jedes Mal, wenn du eine Seite streckst, senkt sich der Hüftknochen. Du ziehst durch die Finger nach hinten und wenn du ausatmest, kommst du wieder zurück zur Mitte. Noch ein paar Mal so. Ein Länge, aus, zurück. Ein auseinanderziehen, Länge erzeugen und aus, zurück. Ein letztes Mal die andere Seite. Ein Länge und aus, zurück. Wunderbar. Stell nun deine Füße mattenbreit auf und ein bisschen weiter weg vom Gesäß.
die Arme auf Schulterhöhe zu den Seiten hin ausbreiten. Handinnenflächen zeigen nach oben. Atme tief ein und ausatmen, lass die Beine, die Knie auf die rechte Seite sinken und die Füße kippen auf die Kanten. Lass den Kopf entweder mittig oder dreh ihn leicht nach links. Bleib hier für ein paar Atemzüge. Wenn du magst, schließ deine Augen. Entspann deine Schultern. Entspann deine Hände. Entspann deine Finger. Atme tief ein und ausatmen und lass den Alltag an die Seite treten. Komm immer mehr vom Denken ins Fühlen. Nimm deinen Atem wahr. Nimm deinen Körper wahr. Wo? In welchen Bereichen deines Körpers spürst du deinen Atem? Nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Wie fühlt sich dein Bauch an? Ist er weich oder eher fest? Fließt dein Atem in den Bauch oder ist er eher im Brustraum anzutreffen? Dann gestatte deinem Bauch, erlaube es ihm ganz bewusst, ein Atemzug für ein Atemzug, sich ganz entspannt, ganz weich und gelöst nach vorne wölben zu dürfen. Mit der nächsten Einatmung führ beide Beine wieder zurück zur Mitte und ausatmen, lass sie auf die linke Seite sinken und kipp erneut auf die Fußkanten. Kopf entweder mittig oder leicht nach rechts. Lass erneut beide Schultern entspannt und schwer in deine Unterlage sinken. Beobachte deinen Atem und richte den Blick nach innen. Über unseren Atem kommen wir unmittelbar in Kontakt mit uns selbst und können unseren Geist beruhigen. Geh dann wie ein Scanner durch deinen ganzen Körper, spür und fühl in deinen Körper hinein. Falls sich die eine oder andere Stelle vielleicht noch ein bisschen eng und angespannt anfühlt, dann lade genau diese Bereiche deines Körpers ein, loszulassen, Spannung abzugeben. Schaffe Raum und Platz dort, wo durch Anspannung Enge entstanden ist. Bring dann mit der nächsten Einatmung beide Beine wieder zurück zur Mitte und zieh ausatmend die Knie nochmal nacheinander zur Brust hin ran. Genieß hier nochmal die Dehnung im unteren Rücken und in den Hüften. Stell jetzt die Füße nacheinander, hüftbreit, nahe der Sitzbeinhöcke am Boden ab. Und schau, dass du für die kommende Übung deine Yoga-Blöcke, Bücher oder ein festes Kissen griffbereit hast. Platziere deine Füße so, dass du mit deinen Fingern die Fersen berühren kannst. Und achte darauf, dass deine Zehen und Knie gerade nach vorne ausgerichtet sind. Press mit der nächsten Einatmung die Fußsohlen fest zum Boden und roll für die dynamische Brücke Wirbel für Wirbel nach oben. Die Arme gehen gleichzeitig hinter den Kopf. Ausatmen, roll Wirbel für Wirbel zurück und führ die Arme ebenfalls zurück zum Boden. Einatmen, heb das Becken und führ die Arme lang hinter den Kopf. Ausatmen, roll Wirbel für Wirbel wieder zurück auf den Boden, die Hände gehen zu den Fersen. Einatmen, roll über den Rücken nach oben, führ die Arme hinter den Kopf. Hier bleiben, weiteratmen. Stell jetzt deinen Yoga-Block oder optional ein dickes Buch oder festes Kissen unter deinem Kreuzbein ab. Leg dein Becken für die unterstützte Brücke auf dem Hilfsmittel ab, lass los, gib dein Körpergewicht ganz an das Hilfsmittel ab. Die Arme legst du entweder neben deinem Körper ab oder du streckst sie hinter dem Kopf aus. Probier einfach mal aus, was sich für dich angenehmer anfühlt. Da unser Alltag
eher durch Vorbeugen geprägt ist, schafft die unterstützte Brücke als sanfte Rückbeuge einen wunderbaren Ausgleich. Spür, wie die Schräglage deines Körpers deine Atmung optimiert. Mit jeder Einatmung hebt sich der Bauch und mit jeder Ausatmung lässt noch mehr los. Ein paar genüsslich tiefe Atemzüge hier. Streck jetzt ein Bein nach dem anderen am Boden aus. Entweder legst du die Arme wieder neben deinem Körper ab oder hinter deinem Kopf. So, wie es sich für dich gut und richtig anfühlt. Spür, wie die gesamte Körpervorderseite sich öffnet. Vor allem die Oberschenkelvorderseite, deine Hüftbeuge, deine Leisten, die schrägen und geraden Bauchmuskeln werden so gedehnt. Bleib für 2-3 tiefe Atemzüge. Tief ein, tief aus. Schick den Atem dahin, wo physisch etwas passiert. Sehr gut. Stell die Füße wieder nacheinander auf und komm hoch auf die Zehenspitzen. Nimm den Yoga-Block, das Buch oder das Kissen raus. Komm dann mit deinem Becken von Seite zu Seite schaukelnd wie ein Flugzeug im Wind langsam runter zum Boden. Wunderbar. Zieh die Knie wieder nacheinander zur Brust hinan und presst den unteren Rücken zum Boden. Leg deine Handflächen jetzt auf deinen Knien ab. Um den Rücken nach der Brücke wieder ins Lot zu bringen, lass die Knie in eine Richtung kreisen. Spür, wie dein Unterrücken dadurch massiert wird. Genieß die Massage und die Dehnung. Genieß die Zeit mit dir. Genieß es, ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein. Wenn die Knie das nächste Mal nah am Körper sind, kreise andersherum. Dieses Kreisen schafft einen sanften Ausgleich zu unseren einseitigen Alltagsbewegungen und dehnt die Muskulatur im Bereich deiner Lendenwirbelsäule und der Hüftgelenke. Beobachte deinen Atem und lass so deinen Geist zur Ruhe kommen. Streck jetzt dein linkes Bein lang am Boden aus. Schieb die linke Ferse von dir weg. Leg deine verschränkten Hände auf dein rechtes Knie und zieh es zur Brust hinan. Spann den Bauch leicht an und drück den unteren Rücken, dein Kreuzbein, fest zum Boden. Zieh die Schultern weich zu den Seiten, weg von den Ohren. Den Atem ruhig und gleichmäßig fließen lassen. Dreh den linken Oberschenkel von der Spannung her eher leicht nach innen. Spür die Länge, die Dehnung im unteren Rücken. Hier bleiben, atmen, spüren. Wechsel das Bein. Zieh jetzt das linke Knie zu dir ran, leg die verschränkten Hände auf dein linkes Knie und zieh es zur Brust hin ran. Zieh die Schultern weg von den Ohren. Streck das rechte Bein lang am Boden aus, flex den Fuß und schieb die Ferse von dir weg. So gewinnst du an Länge im unteren Rücken. Dreh den rechten Oberschenkel von der Spannung her wieder leicht nach innen. Beug jetzt dein rechtes Bein und stell den linken Fuß am Boden auf. Streck dein rechtes Bein lang nach oben hin aus und fass entweder die Oberschenkelrückseite, Wade oder Fußgelenk. Einfach die Stelle, die du gut erreichst und die es dir erlaubt, dass deine Schultern trotzdem ganz entspannt am Boden liegen bleiben können. Die rechte Ferse tritt nach oben hinweg.
Wenn es deine Beweglichkeit erlaubt, kannst du optional das linke Bein langsam am Boden ausstrecken. Achte darauf, dass deine Schultern weiterhin in den Boden schmelzen. Spür die Dehnung in der Rückseite deines rechten Beines und schick den Atem dahin, wo du die Widerstände am meisten spürst. Wann immer du merkst, dass dein Geist abschweift, dann bemühe dich, über deinen Atem bei dir, in deinem Körper anzukommen, zu spüren, was physisch in deinem Körper vor sich geht. Dich und deinen Körper erforschen, immer wieder neu kennenlernen. Falls dein linkes Bein gestreckt ist, beuge es jetzt wieder und leg die verschränkten Hände auf dein linkes Knie und wechsel die Seite. Stell den rechten Fuß am Boden auf und streck das linke Bein lang nach oben hin aus. Fass dein Bein wieder da, wo es sich für dich gut anfühlt, Oberschenkelrückseite, Wade oder Fußgelenk. Und lass deine Schultern ganz entspannt in den Boden sinken. Zieh die linke Fußspitze an und schieb die Ferse nach oben hinweg. Atme zielgerichtet in die Dehnung des linken Beines. Optional kannst du auch auf dieser Seite dein rechtes Bein wieder langsam ausstrecken. Falls du dein rechtes Bein streckst, zieh die Fußspitze an und schieb die Ferse nach vorne. Dehne deinen Atem aus. Schaffe dir durch das bewusste, tiefe Atmen immer mehr Raum, immer mehr Weite. Zieh die Knie nun wieder nacheinander zur Brust hin ran. Wenn du möchtest, leg dir für die liegende Drehung ein Handtuch oder eine Decke unter deinen Kopf und ein Kissen neben deine rechte Schulter. Stell die Füße auf und versetz dein Becken ein klein wenig nach rechts. Zieh dann die Knie wieder zur Brust hin ran und lass beide Knie rechtwinklig auf die linke Seite sinken. Achte darauf, dass die Knie auf Nabelhöhe übereinander liegen und die Fersen senkrecht darunter. Lege auch beide Hände auf Schulterhöhe übereinander auf der linken Seite ab. Hände, Hüften, Knie und Fußgelenke sind gestapelt. Mit der nächsten Einatmung gleite mit der oberen Hand über die Innenseite deines linken Armes, mittig über die Brust. Ausatmen, streck den rechten Arm auf Schulterhöhe nach rechts aus. Dreh auch den Kopf leicht nach rechts. Entweder lässt du den Arm in Richtung Boden sinken oder legst ihn ganz entspannt auf ein Kissen neben deiner rechten Schulter. Leg die linke Hand entspannt auf das obere rechte Bein. Hier bleiben, weiter atmen. Mit jeder Einatmung weiten sich die Rippen. Mit jeder Ausatmung schmilzt die rechte Schulter noch mehr in Richtung Boden oder Kissen. Wenn du magst, schließ die Augen und nimm die Erdanziehungskraft etwas mehr wahr, als du sie sonst wahrnimmst. Atme tief und ruhig und erschaffe dir von innen heraus Raum, um dich sanft und nachdrücklich aus den Verkürzungen heraus zu dehnen. Führe nun ein Bein nach dem anderen wieder zurück zur Mitte. Komm in Rückenlage. Bleib hier. Atme weiter. Bevor du die Seite wechselst, versetz dein Becken ein klein wenig nach links und leg dir das Kissen auf der linken Seite zurecht. Zieh die Knie wieder zur Brust hin ran und leg beide Beine rechtwinklig auf Nabelhöhe auf der rechten Seite ab. Leg auch beide Hände übereinander auf Schulterhöhe auf der rechten Seite ab. Wieder sind Hände, Hüften, Knie und Fußgelenke gestapelt.
Mit der nächsten Einatmung gleite mit der linken Hand über die Innenseite deines rechten Armes mittig über die Brust. Ausatmend, streck den linken Arm auf Schulterhöhe nach links aus. Wenn es sich für dich angenehm anfühlt, dreh den Kopf ganz leicht nach links. Entweder lässt du den Arm Richtung Boden sinken oder legst ihn auf ein Kissen. Lässt dich ganz entspannt in die Dehnung hineinsinken. Atme tief in diese wohltuende Drehung und Dehnung hinein. Lass da, wo vielleicht durch langes Sitzen Enge entstanden ist, wieder Raum und Weite entstehen. Gib dich ganz an den Boden ab. Bleib, atme und spür. Komm zurück in Rückenlage, zieh die Knie fest zur Brust hin ran. Ausatmen, stell die Füße am Boden auf, versetz dein Becken wieder mittig, breite deine Arme nochmal auf Schulterhöhe zu den Seiten hinaus, entspann die Hände, entspann die Finger. Zieh dein Kinn leicht zum Kehlkopf und beweg den Kopf hier ein paar Mal ganz langsam, wie in Zeitlupe, von Seite zu Seite. Lass dich so noch mehr aus dem Alltag heraus in eine wohltuende Entspannung hineintragen. Bereite dich jetzt für Shavasana, die Schlussentspannung, vor. Wenn du möchtest, zieh dir etwas über oder deck dich zu. Entweder stellst du die Füße mattenbreit auf und lässt die Knie nach innen fallen, oder du streckst die Beine großzügig am Boden aus. Auch die Arme sind etwas weg vom Körper. Handinnenflächen zeigen zur Decke. Zieh die Schultern weg von den Ohren und dein Kinn leicht zum Hals. Bewege dich so lange, bis du für dich eine angenehme Position gefunden hast. Eine Position, die es dir erlaubt, loszulassen und den Atem frei und gelöst fließen zu lassen. Nimm die Auflagepunkte deines Körpers wahr und lass nach und nach all die Bereiche, die den Boden berühren, voller Vertrauen, ganz entspannt, ganz gelöst, ganz schwer in den Boden sinken. Lass dich tragen. Nimm die Schwerkraft konsequent an und vielleicht spürst du, wie sich nach und nach eine wunderbare Leichtigkeit des Seins in dir ausbreitet. Hier, in diesem entspannten Bewusstseinszustand, können sich die Gegensätzlichkeiten zumindest für den Moment auflösen. Egal was war oder noch kommen wird. Yoga lehrt uns, dass wir viel mehr sind als unsere Gedanken und Gefühle. Es gibt etwas in uns, das uns trägt und das uns hält. Immer dann, wenn wir zur Ruhe kommen, finden wir diese innige, tiefe Verbindung wieder. Tauch ein in die heilsame Stille und genieß diesen Moment. Genieß diesen Moment des einfach mit dir Seins.
Lass den Atem wieder voller werden. Atme bis hoch in den Brustkorb, bis unter deine Schlüsselbeine. Als deine Beine aufgestellt sind, streck sie jetzt aus. Beweg die Zehen, Finger, Füße, Hände. Streck die Arme zur Decke und hinter den Kopf. Recke dich, strecke dich. Gönne all die Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Zieh die Fußspitzen an und schieb die rechte Ferse von dir weg und gleichzeitig die rechten Finger nach hinten, dass die rechte Seite lang wird. Und dann schieb die linke Ferse nach vorne durch die linken Finger nach hinten, sodass du Länge auf der linken Seite erzeugst. Wiederhol das für dich ein paar Mal in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Beweg den Kopf noch ein paar Mal von Seite zu Seite. Wenn du soweit bist, komm dann auf deine Art und Weise über eine Seite zum Sitzen oder du beugst ein Bein, legst die Hände mit der Handinnenfläche unter deinen unteren Rücken, hebst die Schultern und den Kopf und kommst so, mit den Händen abdrückend, mit einem dankbaren, zufriedenen Gefühl hoch ins Sitzen. In einen für dich bequemen, aufrechten, kreuzbeinigen Sitz. Und setz dich dafür gerne wieder auf ein Kissen, Decke oder einen Yoga-Block. Erde dich nochmal gut mit deinen Sitzbeinhöckern und richte die Wirbelsäule gut auf. Nimm dir auch hier nochmal einen Moment Zeit und geh mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. Erinnere dich, was du heute alles erschaffen hast. Erinnere dich an die wundervollen Menschen, die dir heute begegnet sind. Erinnere dich an schöne, wertvolle Momente. Momente, in denen du gelacht hast. Momente, in denen du vielleicht einen Konflikt gelöst hast. Momente, in denen du an dir gezweifelt hast und du trotzdem weitergemacht hast. Momente, wo du vielleicht jemand geholfen hast oder wo dir jemand geholfen hat. Und dann lass all diese Momente aus diesem Tag voller Dankbarkeit vor deinem inneren Auge vorüberziehen. Lass all diese Momente voller Dankbarkeit in dein Herz fließen. Führ nun deine Hände vor deinem Herzen zusammen, im Einklang mit deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele öffnest du dein Herz und entfaltest dein ganzes Liebes- und Lebenspotenzial. Dann senk die Stirn zu deinen Fingern als Zeichen der Verneigung vor dem Leben, der Liebe und der Energie, die durch dich fließen. Dann heb den Kopf langsam wieder an. Atme nochmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich hoffe tatsächlich, du konntest abschalten, dich entspannen und hast deinen Kopf frei bekommen. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es weiterempfehlst an deine Freunde, Kollegen, Bekannte, Familie. Und falls du auf Instagram und Facebook bist, dann freue ich mich auch sehr, wenn wir uns dort connecten. Da bekommst du auch immer mal wieder Tipps, Impulse zu einem gesunden, modernen, yogischen Lifestyle. Ich wünsche dir einen fantastischen Abend und eine geruhsame Nacht. Gutes Gelingen, viel Freude bei all dem, was du tust und was du vorhast. Mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.